Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schwan. Nein. Gut, da sind wir wieder und es geht weiter. Wasserstar ist am Start und ach, jetzt können wir hier rüber flitschen. Konnten wir doch. Oder? Können wir da rüber flitschen? BD1. Alter, das hatte gerade wirklich. Das hatte gerade wirklich. Warte. Dark Souls, Dinger. Na, was will ich sagen? Das hat ja wirklich Dark Souls Aspekte. Oder? Also quasi, dass er mich verschlingt und die Hälfte meines Lebens oder komplett auffrisst. Ich glaube schon, dass ich hier hin muss, ne? Ja, ich war einfach gerade zu blöd. Okay. Alles klar. Hey! Was ist es? So, neues Lichtschwert. Neuer Lichtschwertschalter. Du kannst Lichtschwertteile auf Werkbänken in allen Teilen der Galaxis. Mhm. Und auf der Mantis mal. Okay. Galaxis. Sollen wir da runter? Ja, vielleicht. Geht der Aufzug? Ja. Abkürzung freigeschaltet. Sehr schön. So, genau. Jetzt müssen wir hier wieder nach oben. So, Fertigkeitspunkt erhalten. Yes. So. Bitte scannen. Scannst du wieder? Da kann man, glaube ich, nicht mehr viel scannen. Alter, war das gut geblockt oder war das gut? Greifen in großen Gruppen an und können ihre Gestalt ändern. Weiche Hiebe aus, ist aber leicht auszuschalten. Okay. Bisschen gefarmt. Ah, jetzt sind wir hier. Warte. Ist aber nicht richtig. Wir müssen. Hier war gerade so eine Kletterwand. Hier. So. Aber wie unser Droide. Kann der da nicht hoch? Hä? Hä? Ich hab doch gerade geblockt. Willst du mich verarschen? Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig.
Aufbruch. Uiuiui, der hat mich ja ziemlich verarscht hier. Oh, es war also was drin. Hülse. Okay, alles klar. Kann man die eigentlich zerschnitzeln? Ja. Schön. Anscheinend muss für die Bedingungen dieser repariert werden. Scomp-Anschluss. Das heißt. Da brauche ich wahrscheinlich irgendein Teil noch. Okay, da kommen wir wieder komplett zum Anfang rüber. Interesting. Ja, stimmt, aber jetzt kommen wir ja da durch. Hui! Ha! Wie ein Akrobat hier. Wettrennen? Oh, dann los! Gibt's hier aber so? Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. So. Meditieren. Und wir haben ein neues... neuen Fertigkeitspunkt. Okay, jetzt könnten wir entfesselt einen mächtigen Angriff, der für schwächere Gegner tödlich ist. Überhieb. Ne, den haben wir ja. Achso, so jetzt. Mit Tastatur müssen wir. Gut, springt nach vorne und attackiert sein Ziel. Springe während des Sprints um ein Salto über. Also das gerade eben, wo ich gerade von dem Krebs so verarscht wurde, das hätte mit dem nicht geklappt. Aber mehr Leben ist halt auch richtig gut. Maximales Leben erhöht sich. Verteidigung verbessert sich, dadurch erleidet er durch Angriffe weniger Block-Ausdauerschaden. Hältst du verlangsamen, kann Karl seine Ziel... ups, länger verlangsamen. Also entweder hier kann nach seinem Überkopfhieb einen weiteren mächtigen Angriff ausführen, weil hier greift Karl nach einem schnellen Ausweichmanöver an, führt er einen schnellen Trittattacke aus. Aus dem Sprint heraus an, kann er eine... das ist alles so gut. So interessant. Links STRG. Okay, also STRG. Links ist der schnelle Ausweichmanöver. Das hätten wir drücken müssen, um bei roten Angreifern auszuweichen. Ich habe ja das Y, was normalerweise das normale Ausweichen ist, habe ich ja umgeschrieben auf links STRG, weil auf der auf dem Tablet stand da nichts, beziehungsweise bei den Optionen stand da nicht, dass links STRG besetzt ist, aber es ist besetzt. Dann werden wir mal das auf Y wieder zurück justieren und dann schauen wir mal. Das aus dem Sprint heraus finde ich auch interessant. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Also, wir machen mal erstmal das maximale Leben. Weil das ist, ja, eine safe Sache. Also extrem safe, das braucht man immer. Und vor allen Dingen, wenn man sich so schlecht nur heilen kann. Und dann werden wir
Ich glaube mir, ja, Angriff und Verteidigung, mal schauen. Gut, dann ruhe ich mich mal aus, damit wir hier alles wieder voll haben. Und dann ändere ich mal das Ausweichen. Gut, Einstellungen, Steuerung, Ausweichen, genau hier Y. Shift sprinten, okay. Genau. Okay, das muss ich noch lernen. Wenn ich nach vorne rollen will, das ist ein bisschen blöd. Ich habe eine Idee. Und zwar Steuerung. Hier das Ziel wählen. Mache ich mal die Taste. Oder ja, in die hintere Taste. Und dann. Warte. Wo ist jetzt Y da? Ausweichen. Mache ich die mittlere. Ich glaube, da komme ich dann. Da komme ich, glaube ich, besser zurecht. Mal schauen. Der Lelly. Open the gate. Das Gewölbe. Diese Struktur steht hier seit Jahrhunderten. Der einzige Weg, das Gewölbe zu öffnen, scheint die Macht zu sein. Ja, ist ein Ort der Macht, würde ich sagen. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich leuchten, aber muss ja nicht. Wahnsinn. Ja, man hätte sich auch einfach von oben abseilen können. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Setz dich noch nicht ins Wasser. Deine Hose wird nass. Weißt du, ich war allein. Das
Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Ach ja, so. Sepho. Reiseziel freigeschaltet. Ein neues Ziel zur Holocron-Karte. Geheimnis des Gewölbes. Mein Freund, ich bin Jedi-Meister Eno Cordova. Den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Kann das sein, dass er in den Filmen vorkam? Im zweiten? Ah, ich weiß jetzt nicht mehr. Gut. Das Borgano-Gewölbe der Sepho, Jahrhunderte alt, gewährte mir eine Version vom Ende der Jedi. Zum Schutz des Ordens habe ich einen Holocron mit Namen und Orden. Ja, das, ja. Aber ja. Aber wieso hat er die Jedi nicht gewarnt? Ich meine, es gab einige Warnungen. Aber. Naja. Gut, warte mal. Sind wir hier jetzt fertig? Wir sind hier fertig. Gut. Unbekannt. Blockiert. Okay. So, mal schauen. So, ja, speichern. Sonst müssen wir uns das alles nochmal anschauen. Gut. Und ich hab weiter gefunden, geht's. Was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Hui. Mann, sliden und ins Wasser. Oh nein. Ich habe jetzt mehr Leben. Ach du Arsch. Jetzt habe ich wahrscheinlich genau so viel Leben. Ja, der zittert ziemlich. So fühle ich mich gerade. Also, dass er sich da nicht verletzt. Also, was? Trenne die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriffen ab. Extrem gefährlich und resistent gegen Lichtschwerter. Ah, okay. Also, wenn er mit der Zunge peitscht, quasi. Zeitlupe an und auf die Zunge drauf. Okay. Der Octo ist ein extrem gefährlicher Alpha-Predator. Am oberen Ende der Nahrungskette auf Bogano. Die klebrige Zunge der Kreatur hat eine Reichweite von 8 Metern, haftet an ihrer Beute und zieht diese in seinen Schlund. Diese Angriffsweise ist bei den meisten Gegnern ausgesprochen effektiv. Aufgrund seiner dicken Haut widersteht der Ogando selbst einen Lichtwertangriff und ist im Nahkampf extrem gefährlich. Da er nicht selten auf seine Beute zuspringt. Gut. Also.
Stim, BD1. Dann heilen wir uns mal. Und schauen, was hier noch so ist. Anscheinend nichts. Oder? Was schaust du? Achso. Was hast du? Mysteriöses Skelett. Der Struktur dieser Knochen nach zu urteilen, handelt es sich hierbei um ein großes Reptil. Laut der Analyse der in den Knochen enthaltenen Elemente sind diese Überreste ca. 1000 Jahre alt. Und ich würde meinen, die sind etwas älter, weil die in den Stein drin sind. Und Steine entstehen nicht innerhalb von 1000 Jahren. Gut. Also würde ich jetzt mal behaupten, ich bin da kein Fachmann. Ich behaue nur die Steine. Nein. So. Das ist halt, das muss ich noch besser lernen, also üben. Was ist das denn? Naja, egal. Gut. Ich sehe nach. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Oh oh. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Interessant. Entdeckung von Datomir. Mein Freund, ich habe kürzlich erfahren, dass Nochmal scannen. Hast. Piep. Verblasstes Wandbild. Ein verblasstes Wandbild unweit des Sephor-Gewölbes auf Bongando. Ich mache da immer automatisch so ein D rein. Bongando. Bongando. Es stellt höchstwahrscheinlich einen Planeten dar, ist aber zu stark beschädigt, um genaueres zu erkennen. Oh Gott, diese Plüschtiere. So, speichern. Ich will nicht nochmal so ein den fetten Krebs da oben, den fetten Frosch da oben töten müssen. Zurück wird's schneller gehen. Ja, aber ich will trotzdem den Frosch noch töten. Der gibt XP, würde ich sagen. Gut, ich will mal ausprobieren, dass mit dem Warten, bis die Zunge draußen ist und dann abschneiden. Weil da unten war ja auch noch was. So. Hallo, meine Hübsche. Okay, die war heftiger. Habe ich ja. Nee, was war das? Alter, die hat mich jetzt dreimal schon gekillt, oder? Oder das war das vierte Mal, glaube ich. Egal, ich muss die töten. Das geht nicht. Aber auch das mit den. Wenn die rot ist, dann STRG zu drücken. Und wieso lädt das wieder so lang? Oh, nur weil ich gestorben bin.
voll gemein hier. So. Aber was auch interessant ist, dass die Haut anscheinend so dick ist, dass die, also so eine Art von Widerstandsfähigkeit gegen Lichtschwerter hat. Das kam nur einmal in Clone Wars vor, dass eine Kreatur wirklich immun gegen, also komplett immun gegen die Lichtschwerter und die Blaster war. Und ja, krass, dass es ja hier noch eine gibt. Aber ja. Ich kann da nicht mehr ausweichen. Also wenn der einmal schnappt, kann ich nicht. Also dann taumel ich und dann schnappt er nochmal und dann nochmal. Also das hat auf jeden Fall beim anderen, bei dem da oben, sehr viel besser geklappt. So. Aber Hauptsache ist, ich verliere keine XP mehr. Beziehungsweise, also nicht mehr wirklich, weil da ja so ein tolles Ding gibt. Hä? Hilf mir! SDRG klappt nicht. Oh Gott. Okay. Ja. Gut. Da mache ich mal kurz eine Pause, hol mir was Neues zu trinken und dann, ja, probieren wir es noch ein einziges Mal. Aber ich muss herausfinden, warum das mit SRG nicht klappt. Also mit der roten Taste. Also mit der roten Taste. Mit, wenn der rot ist.